Hallo, mein Name ist unwichtig. Ich erzähle euch meine Geschichte. Warum? Weil er es so will. Und ich euch vor ihm warnen muss. Ja genau, ich muss euch warnen. Wovor, fragt ihr? Vor meiner zweiten Persönlichkeit natürlich. Ich gehe auf die Highschool und bin eigentlich bei jedem beliebt. Aber niemand weiß von meinen Freunden, was ich nachts so mache. Oder wie gesagt, was meine zweite Persönlichkeit so macht. Sie bringt mir nicht Menschen um. Angefangen hat es mit Obdachlosen. Und danach ging es rüber zu Kindern. Und danach zu Frauen. Ich höre immer die Stimme meiner zweiten Persönlichkeit. Aus meinem Hinterkopf heraus. Und es ist keine menschliche Stimme. Sie sagt mir immer. Und das jeden Tag. Bring sie um. Bring sie alle um. Na mach schon. Bring sie um. Also machte ich es gegen meinen Willen. Ich brachte viele von ihnen um. Kinder, Obdachlose, Frauen. Die Frauen vergewaltigte ich. Und die anderen brachte ich um. Ich bin kein Pädophiler. Oder eher gesagt, meine zweite Persönlichkeit ist kein Pädophiler. Er ist einfach nur ein Frauenschänder. Und ein total geisteskrankes Arschloch. Ich saß in Untersuchungshaft wegen den Morden an diesen Menschen. Da Beweise gefehlt haben, mussten sie mich freisprechen. Und wenn ihr diese Warnung von mir zu Ende gehört habt, also diese Aufnahme, lauft, lauft um euer Leben und dreht nicht um. Denn ich habe diesen Memo fallen lassen, jedoch nicht freiwillig. Meine zweite Persönlichkeit, mein alter Ego, wenn ihr es so haben wollt, steht nämlich hinter euch und lauert. Wenn diese Aufnahme zu Ende ist, wird er zuschlagen. Also bitte, lauft, lauft um euer Leben und dreht nie wieder zurück. Sonst seid ihr tot.